Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu No Man's Sky. Da geht's auch schon ab in the Sky. Und zwar Richtung... da lang. Richtung abgestürztes Raumschiff. Oh, eine Stunde. Hat er aber weit gescannt. Okay, es geht. Alter, wo liegt denn das Raumschiff, bitte? Oh, warte mal, warte. Down. Hier können wir handeln. Das ist mir dann doch noch ein bisschen lieber. Schnell noch mitnehmen. Können wir unser ganzes Gold mal verknacken. So, dann gehen wir da rein. Gucken, ob wir uns mit dem auch so gut verständigen können. Mit dem anderen letzte Folge hat das ja ganz gut geklappt. Hey. So sieht's aus, Keule. Okay, komm, wir verkaufen. Warte mal. Billig. Wahrscheinlich war das jetzt super tolle. Und ich sag nur billig, weil es so klein war. So, Gegenstände aus Galaktik. Ach, warte mal. Ich muss mein Raumschiff... Mist. Ich muss mein Raumschiff dafür diesmal... Hast du dir gerade am Sack gekratzt, Alter? Wenn er überhaupt einen hat. Ich muss mein Raumschiff da auf dem Ding landen. Geh weg. Geh weg. Was? Wie weit? Niedrig? Xenoanzug. Ach, ist noch. Ey, hör auf. Dann können zwar gerade keine anderen da landen, aber... Ist mir egal. Hauptsache ich. Weil jetzt können wir die Sachen aus dem Raumschiff im Markt verkaufen. Hallo, da bin ich wieder. So, können wir das ganze Gold verticken. Auf mir in den Rücken zu spucken. Kaufen, verkaufen. Kriegen wir hier Titan, können wir mal verkaufen. Die Module spielen verrückt. Emitril. Mikrofasergewebe. Das verkaufen wir einfach mal. Plutonium, Iridium verkaufe ich mal. Eisen können wir jederzeit farmen. Zink kaufe ich auch mal. Wo ist das Gold? Warum? Achso, hier. Raumschiffinventar. Darum. Oh, 4,4. Oh, guck mal, da gibt es ordentlich Kohle für. Jawohl. Nickel gibt es auch nochmal ordentlich. Und Emitril haben wir hier auch drin, ne? Ich sage immer Emitril. Emeril. Tamio 9 behalte ich aber. So, jetzt haben wir aber... Oh, warte mal. Ich gucke auch mal, was es zu kaufen gibt. Wie gesagt, vielleicht gibt es da ja ab und zu mal neue Sachen. Oder irgendwann vielleicht auch mal was Einzigartiges. Das, ja, weiß ich nicht. Omegon. Dunkle Materie-Element. Ein unheimlichem Wächter, weitgehend unbekannt. Puh. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, wofür ich es kaufen soll. Auch wenn es pink ist oder lella. Schoko? Schoko. Fähnrich Batran. Was? Reisemeilenstein? Ich glaube wegen Verkaufen gerade. Ja. Kaufmann. So, dann... Hallo. Eindringling, Wüten, ersetzen. Was? Uwe? Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich willkommen bin. Hä? Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebietet wohl Tradition und Ehre. Tja, sind jetzt aber nicht die Gags, ne? Die Gags sind euer kriegerlich. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen,
als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an, dass sie ihr dass ich sie ihr übergeben soll. Nicht aus der. Ja, warum nicht? Ihr habt mich bis jetzt auch noch nicht verarscht. Hier. Der Krieger nickt zufrieden. Verbesserung, Ersatz. Oh. Ja, nice. Einfach mal so. Drei Plätze. Zeig mal, vergleichen. Ich meine, unser sieht zwar cool aus. Aber wir haben. Der hat 11 Plätze. Ja, natürlich. Ja, danke dir. Dann fragen wir doch gleich mal, ob er uns noch ein Wort beibringt. Eindringling. Die mal mit ihren Eindringling. Guck mal, wir sind schon Verbündeter. Neues Wort bitten. Komplize. Der Krieger ist einverstanden zu helfen. Stimme gelernt. Ja, danke. Bartan. Bartan der Weise. Nee, eher Bartan der Große. Und jetzt haben wir hier, A new Multiwerkzeug. Oh, mit dem kann ich gar nicht schießen, aber. Wo ist denn der Granatwerfer? Auf G? Nee. V? B? Hä? Hä? Muss ich da erst irgendwas reinmachen? Ist doch. Plasmawerfer. Mit aktivieren. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich es jetzt demontiert? Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Zerlegen, zerlegen. Stand da nicht irgendwie aktivieren? Oh oh. Aber wir können uns ja hier einen Blitzwerfer einbauen, wenn wir Bock haben. Eisen und Plutonium brauchen wir dafür nur. Das werde ich wahrscheinlich dann auch machen. Zur Not können wir mit dem Ding selber hier auch Feinde eliminieren. So, und wisst ihr was? Das ist ein Raumschiff. Das ist mir da gerade zu weit weg. Ich bin nämlich zu neugierig, was da oben los ist. Weil da steht immer irgendwas mit Atlas. Ich will das wissen. Danach kehre ich hierhin zurück. Der Atlas. Finde uns, höre uns. Das machen wir doch mal. Ist auch nicht ganz so weit. Eine halbe Minute. Ist das ein Planet oder ist das eher ein Mond? Was hat denn hier so gepiept gerade? Was ist denn, wenn ich hier jetzt rausgehe? Wo sind wir denn jetzt? Man könnte hier auch einfach überall rumfliegen, ne? Was bist denn du? Iridium? Man hier voll im Weltall Materialien farmen. Tamium gab es auch ein bisschen. Ist ja cool. Bam, 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 bam. Das geht auch super schnell, ne? Warum sollte ich das denn dann auf dem Planeten machen? So, aber jetzt erstmal weiter. Ich wollte einfach nur. Oh, warte mal, was sind das für Schiffe? Ich greife die erstmal nicht an. So. 18 Sekunden noch. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh mein Gott. Oh, leck, 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 leck. Ah, wir stürzen ab. Nein. Was ist denn das da? Ah. Können wir denn sowas auch so fahren? Nee, das geht nicht. Wow. Da war eine Basis. Okay, erstmal zum Monolithen. Atlas, Atlas, Atlas. Atlas ist ja dieser Zentralrechner, wo immer alles hochgeladen wird. Ist hier wieder Gold? Hier, ja. Dann bin ich jetzt gespannt, was der von uns will. Ein Biom, trockene Winde, Standard. Flora umfassend, Fauna knapp. Gleich geht's wieder los. Scannen! Alles muss gescannt werden. Geht gleich weiter. Guck mal, voll der Kaktus. Ist der große Kaktus anders? Nee. Soweit, so gut. Okay, jetzt lernen wir hier mal. Was ist denn los? Wen gehört ihr an? Wükenwort für Spule. Wükenwort für fallend. Was ist denn? Achso, die haben sich so überlappt, die Zeichen da. Deswegen. Isotop. So, und jetzt sollen wir mit dir interagieren. Na dann, sag mal. Folge dem Atlas, gehorche dem Atlas, akzeptiere deine Belohnung. Der Monolith steht still auf der Planetenoberfläche. Er gehört hier nicht hin, genauso wenig wie ich. Da ist ein Schimmer und dann kehrt eine oder die Version mit der roten Kugel zurück. Der Atlas, er spricht erneut zu mir. Erneut spüre ich halb Euphorie und halb Angst darüber, meinen Schöpfer getroffen zu haben. Der Atlas bietet mir Orientierung, eine Bestimmung, eine Bedeutung an. Ein Sinn in einer gleichgültigen Galaxie. Alles, was ich tun muss, ist seinen Weg und seinen Befehlen folgen. Okay. Wir können ja nur. Ich glaube dem Versprechen des Atlas. Ich sehe Codezeilen, Zeilen von voller Zahlen und dann eine bizarre Skulptur. Ich spüre die ich bin der festen Überzeugung, dass ich eine große Macht erwartet, wenn ich alle entfernten Orte reise. Steige zu den Sternen hinauf. Das haben wir doch schon längst gemacht. Bist ein bisschen spät dran hier, der Junge, mit deinem Tutorial. Kam, glaube ich, erst mit dem Patch hinterher jetzt, ne? Ne? Wenn wir hier schon mal sind, steige ich noch nicht zu den Sternen auf. Zumindest den einen hier nehme ich nochmal mit. Na, wo landest du denn? So weit weg. Hat aber vorsichtig aufgesetzt. Ach, genau hier bei dem roten Ding. Okay. Jetzt kann ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh mein Gott, 10 Sekunden laufen. Bestrafung. Gold.
Hey! Hier ist doch Gold. Warum kann ich das Gold nicht nehmen? Kann mein Strahl überhaupt irgendwas aufnehmen? Ja doch, das klappt. Eisen. Wahrscheinlich, weil es bei dem Gebäude ist. Oh, wer bist du denn? Guck mal, der hat 6 Beine. Doch. Oh, hier ist auch noch was. Können wir auch nicht nehmen. Menu. Können wir hier rein oder ist abgesperrt? Sieht zu aus. Ist aber offen. Hey! Du sitzt ja mal. Hallo. Suchst du irgendwas? Vollstrecker. Humming. Eindringling. Die immer mit ihren Eindringling. Der Krieger ist für eine Sekunde still und blickt mich dann verschwörerisch an. Er schaut hinter sich, um zu sehen, was seine Kollegen machen, und schaltet dann die Sicherheitssysteme aus. Zu seinen Füßen öffnet der Krieger ein Handelsfach, was voller Multiwerkzeugs-Upgrades zu sein scheint. Er deutet an, sie gegen die Inhalte meines Inventars tauschen zu wollen. Drohnen ihn zu melden? Units anbieten. Komm. Unter der Hand, wir nehmen mal. Was? Ist mir doch angeboten. Was waren jetzt Meilenstein? Gesandter. Aliens getroffen. 25. Bringst du uns denn wenigstens ein Wort bei? Eng Verbündeter sind wir mittlerweile schon. Es geht aber schnell hier. Der Krieger macht Knurrgeräusche. Neues Wort bitten. Krieger ist einverstanden. Taut. Und hier brauchen wir bestimmt wieder einen Atlas-Pass, ne? Ah, wo kriegen wir den her? Wir müssen irgendwie zu diesem Atlas. Irgendwie, um uns da einen Pass zu besorgen. Multipass. Bereits bekannt. So. Denn. Ist ja meine Neugier befriedigt. Ich wollte eigentlich nur zu diesem Monolithen. denn werde ich, glaube ich, wieder zurückdüsen. Andererseits würde ich ganz gerne mal gucken, ob wir denn, wenn wir draußen sind, ob wir unseren Odin-Sektor wiederfinden. Ich würde echt gerne da nochmal hin und das alles zu Ende erforschen. Der Atlas, steige zu den Sternen hinauf. Ja, das machen wir ja gerade. Mal gucken, was er uns dann sagt, wenn wir da oben sind. Guck mal, ich bin in den Sternen. Sternenhimmel. Und ich düse im Sauseschritt. So, Atlas, ich bin in den Sternen. Wo ist denn nun? Sagt er mir nichts Neues? Doch, ich besitze noch uneingelöste Gegenstände. Oh, hey. Was macht ihr denn hier? Wollt ihr Stress oder was? Da haben wir eine Raumstation. So, wie war das jetzt hier mit M? Was?
Anomalie? Atlas-Schnittstelle? Wo war denn das jetzt? Da unten. Was ist denn das? Was gibt's denn da? Analyse Atlas-Schnittstelle. Antrieb verbessern. Was? Soll jetzt im Schwingen Antrieb verbessern. Ja, okay. Müssen wir erst den Antrieb verbessern? Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Warte, ich gehe nochmal raus und wieder rein. Da bin ich. Was ist ein Q und E? Weg ins Herz der Galaxis. Freiflug. Weg zu Wegpunkt. Okay. Muss ich nicht verstehen. Odin. Wo ist Odin? Finden wir Odin jemals wieder? Ich glaube ja irgendwie nicht so. Odin? Guck mal, hier ist ein blauer Planet. Aber in der Nähe war doch Odin, oder? Wo ist Odin? Kann man den nicht irgendwie... Warte mal. Beschleunigen. Fliegen. Backspace Heimat. So, ja, ist jetzt ja nicht meine Heimatkarte verlassen. Auswahl. Nach Entdeckung scannen. Tab. Toll. Ach, warte mal. Wenn hier Benko ist, dann müsste doch hier auch irgendwo Odin sein. Nee. Warte, warte, warte. Wo war Benko jetzt? Der hier, ne? Nee, warte. Da sind wir. Gott, ist das... Geh doch dann wieder zurück zu Benko. Warum geht er woanders hin? Das kann hier noch ewig dauern. Irgendwo von Benko aus müsste ja Odin sein. Welcher war denn jetzt Benko? Der da? Nein. Benko? Benko? Jetzt habe ich Benko schon wieder verloren. Odin? Was sind wir denn? Es muss ja einer von denen hier sein. Kann ja ewig dauern hier. Na gut, egal. Denn erstmal zurück auf den da. Dann werden wir uns hier aber ordentlich umgucken. Komm, spring mal. Oder vielleicht mal zur Raumstation. Ja, ich glaube, da gibt es aber auch keinen Atlas-Pass. Muss mal gucken, was wir brauchen, um uns diesen Antrieb zu verbessern. Das machen wir jetzt aber hier in dem System dann und dann erforschen wir das ordentlich. Lernen dabei die Sprache. Mann, wo ist denn Odin? Warum kann man denn nicht irgendwie, ja, wo ich schon mal war oder sowas, so zurückgehen? Bisschen doof. Warte mal, jetzt ist hier direkt die Raumstation. Scheiße, bin ich schon zu weit. Hör mal auf. Flieg mal noch ein Stück weiter. Oh mein Gott. Ah, zieh runter. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da.
Dann sind wir nämlich gleich bei dem abgestürzten Raumschiff. Alter, was machst denn du? Ist der klar? Oh mein Gott. Zieh hoch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden hier, ey. So. 2 Minuten ist echt noch so weit. Ich war doch so nah dran. Naja, lässt sich jetzt nicht ändern. Was ist denn hier? Pyramide? Gold! Entschuldigung. So, 2 Minuten. Das ist aber nicht der Planet, auf dem wir da gerade waren, ne? Das ist wieder ein neuer. Gibt es hier denn eigentlich Lebewesen? Ja. Ja klar, gibt's ja. Haben wir schon ein paar erforscht. 3 Stück würden noch fehlen, rein theoretisch. Aber wir hatten ja schon mal gesehen, dass es auch mehr als gibt, die da angezeigt sind. Weil wir hatten ja irgendwo schon mal alle entdeckt gehabt und dann haben wir trotzdem noch einen neuen gefunden. Schwimmen hier irgendwelche Sachen unter Wasser? Das sieht so aus, als wenn da so eine... Nee. Das sieht nur so aus. Oh, diese Steuerung manchmal, ne? Ah, warte mal, den nehmen wir mit. Den nehmen wir natürlich mit. Wenn wir schon mal hier sind, lernen wir gleich wieder ein bisschen. Mal gucken, was der Krieger da drin diesmal will. Boah, voll die Action-Mucke. Action-Man, der größte Held in deiner Welt. So, wo ist denn der Eingang? Wo ist denn der Eingang? Dass hier überall diese abgestürzten Dinger immer sind, ne? Muss man ja Angst haben, dass man hier irgendwas auf den Kopf bekommt. Bereits bekannt. Oh, dieses Geräusch, ey. Die scannen aber auch ordentlich. So. Kommt jetzt wieder. Hallo? Mal was Neues. Reflektor. Vor langer Zeit aus dem Fernsystem gelesenes Signal erwartet nach einer Antwort. Über einem leeren Eingabefeld sind 3 Zahlen zu sehen. Ich denke... Entschuldigung. Ich denke, ich weiß, was als nächstes kommt. Na, wenn du das weißt, dann ist das ja schon mal gut. Die 0 ist die 2. Dann müsste es eigentlich das letzte sein, ne? Dann ist die 2 die 1. Jo. Ich entdecke einen entfernten Ort in Sternen. Oder was? Was stand da? Ansehen bei den Vakuen hat sich verbessert. Oh, guck mal, es ist voll der Krater. Da ist schon die nächste Station da oben. Aber wo sind denn jetzt bitte hier die Planeten, die so unbewohnt sind und es ist so schwierig, Leute zu finden? Fähnrich Tonn. Na. Guck mal, ich bin enger Verbündeter. Eindringling. Vakuen, Älteste. Frische, rote, gezackte Bissspuren sind um den ganzen Hals des Kriegers herum zu sehen. Krallen scheinen seine Brust aufgeschlitzt zu haben. Und die Wiederherstellung und Heilsysteme seines Anzugs blinken in deaktivierten Zustand. Die Lebensform bellt mich zufrieden an. Okay. Also sie sind so ein richtiger Krieger, so nur wenn es ums auf die Schnauze gibt, macht Spaß. Es war ein knapper Sieg, also oder so ein Ehrending halt. Klar ist aber, dass Verwendung wird. Ach so, dass ihre Verwundungen ernst sind. Probleme ist eine sie, ja. Sie hat Probleme beim Atmen. Weggehen, Sauerstoff mit ihm teilen.
Anzugs des Kriegers aufladen. Also das Thema des Kriegers sind reaktiviert. Zum Dank schenkt er ein Multiwerkzeug. Oh, schon wieder ein neues. Der hat aber nur 10 Plätze. Und wir hatten 11, ne? Ja. Aber der kann wieder richtig schießen. Was hat denn der drin? Kühlungsmittel. Ja, der hat kein Analysevisier. Guck mal, wir haben auch schon einen 3 Reichweiten-Scanner hier drin. Nee, nee. Aber nicht wütend sein jetzt. Nee, hat sich trotzdem verbessert. Okay. Lernst du mir noch ein Wort? Oder lehrst du mich noch ein Wort? Rupsch. Was? Wirken rupsch. Neues Wort. Der Krieger ist einverstanden zu helfen. Dass sie mir immer nur ein Wort beibringen. Waffe. Jawohl. Jawohl. Na gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei No Man's Sky. Bis denn. Bye, bye. Jo, da haben wir mal einen kleinen Abstecher gemacht Richtung Runen oder Ruinen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat gerade, mit diesem Atlas-Ding da, warum das jetzt irgendwie kommt. Dann bin ich mein Odin. Mein Odin-System ist weg. Aber immerhin haben wir das Benko-System wieder gefunden, dann können wir das noch erforschen. Weil da waren wir ja zack, zack und dann waren wir da durch. Das würde ich ganz gerne machen, bevor ich jetzt hier irgendwelche Atlas-Schnittstellen ansteuere. Alles klar, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder bei No Man's Sky. Bis denn, bye bye.